Auf einsamer Straße. Willkommen in Fulda. Sie müssen diesen BR-401 Triebkopf nach Kassel bringen, wo es einen defekten Triebkopf ersetzt. Es gab heute einen größeren Stromausfall, deshalb staut sich der nordwärts fahrende Verkehr Richtung Kassel. Während unwichtigere Zugdienste bereits auf die Seite gestellt wurden, muss dieses Triebfahrzeug dringlich nach Kassel gebracht werden. Sie werden. Ja, so schnell konnte ich jetzt nicht lesen, ne? Aber ihr habt meine Aufgabe verstanden. Ich muss dieses Triebfahrzeug oder diesen Triebkopf nach Kassel bringen und das ziemlich zügig, also ZZ ziemlich zügig. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, jetzt hier so ohne Waggons dahinter angekoppelt, ne? Aber das ist jetzt nun mal so. Ich weiß nicht, habt ihr sowas schon mal gesehen, dass ein einzelner Triebkopf gefahren ist? Wenn ihr sowas schon mal gesehen habt an irgendeinem Bahnhof, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, und nochmal recht herzlichen Dank für eure Unterstützung. Meine Videos scheinen ja ganz gut anzukommen bei euch. Ich hoffe, die Unterstützung hält weiter an. Und auch nochmal danke für die ganzen neuen Abonnenten, die ich dazu gewonnen habe. Wie gesagt, dafür auch nochmal danke, danke, danke. Freut mich sehr. Aber es zeigt halt, dass ich meine Sache eigentlich gar nicht so schlecht mache, ne? Obwohl ich kein Profi bin. Ich bin kein Profi oder Elite-Gamer. So. Zack. Vorwärts. So. Haupt- und Instrumentenbeleuchtung an. Bremsschlüssel freigeschaltet. Wir sind nun bereit loszufahren. Ja, ich muss aber erstmal die Bremsen lösen wahrscheinlich, ne? So. Erhöhen Sie die Leistung, um in Bewegung zu kommen. Jawohl. Ich mache mal so auf. Ja, 50%, 51%. Es tut sich doch was. Ich dachte erst, wir kommen hier gar nicht in Schwung oder so. Ja, ich fahre jetzt mal nicht allzu schnell. Ja, und ihr seht, wir fahren 19 Kilometer, anhalten in Langenschwarz, Gleis 633. Eine Uhrzeit steht allerdings nicht dabei, also wir haben keine feste Ankunftszeit. Oder wann wir da sein müssen in Langenschwarz. Ja, und ich kann es nur nochmal sagen, wenn ihr mehr sehen wollt und es euch gefällt, lasst es mich wissen in Form von Feedback. Sei es Kommentare, Däumchen nach oben oder Abos oder am besten alles drei. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ich finde, das sieht, wie gesagt, ein bisschen komisch aus, ne? Wie gesagt, so ohne Waggons dahinter. Und wie gesagt, ich habe sowas in Realität noch nie gesehen. Aber das muss es ja wohl anscheinend geben, weil sonst wäre so ein Szenario ja nicht drin, ne? Denke ich mal. Aber 18 Kilometer ist ja nicht weit, ne? Aber Langenschwarz, das ist mal nicht Kassel. Nee, das muss ja noch was anderes sein, wo wir halten müssen. So, jetzt geht's in den Tunnel rein. Moment, habe ich eigentlich hier. So, Spitzensignale sind an. Jetzt müssen wir auch Licht im Tunnel haben. Schauen wir mal. Ja, haben wir. Also alles gut.
Ja, Führerscheinsbeleuchtung ist auch an. So. Zack. Ja, wir spielen ja also wieder die Route, also die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Nur dass wir jetzt in Fulda gestartet sind und jetzt nach Kassel fahren müssen mit dem Triebkopf hier. Und das hier scheint wieder ein langer Tunnel zu sein. Dynamisches Wetter ist natürlich auch wieder aktiviert. Ja, noch 13 Kilometer, also das geht da hier ziemlich zügig mit dem Triebkopf. Aber wie gesagt, Langenschwarz ist ja nicht unsere Endstation, da kommt noch was. Weil, wie schon so oft erwähnt, wir müssen bis nach Kassel fahren. So, und in 1,5 Kilometern dürfte ich 280 fahren. Steht ja oben rechts. Bin ich mal gespannt, ob das auch stimmt. Weil ich glaube, 280 sind wir hier noch nicht gefahren, ne? Auch nicht in den ersten beiden Videos, wo ich von Kassel-Wilhelmshöhe bis nach Würzburg gefahren bin. Mit dem ICE 1. Ich glaube, da war das höchste 250, was wir da gefahren sind. So, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Das ist sehr schön. Aber ich weiß gar nicht, ob wir mit so einem einzelnen Triebkopf 280 fahren dürfen. Das weiß ich gar nicht. Aber es scheint nicht der Fall zu sein, weil ich darf nicht schneller als 140, so wie es aussieht. Weil sonst wäre. Mein rotes Signal hier im Tachometer unten rechts auf 280 gegangen, aber das steht bei 140 immer noch. Also von daher dürfen wir wohl keine 280 fahren mit dem Triebkopf hier. So, wir haben ein Gefälle von 1,2%. So, ich mache mal eben kurz einen Screenshot. Screenshot erstellt. Mal gucken, ob die was geworden sind für mein Submail.
So, noch 6 Kilometer, dann sind wir in Langenschwarz. Sieht nice aus, ne? Das sieht einfach nur nice aus, wie die Gegend und die Umgebung. Also nicht schlecht gemacht hier. So, noch 4,3 Kilometer. 4,1 meine ich. So, und in 2,4 Kilometern dürfen wir nur 100 fahren. Okay. Das heißt, noch bevor wir in Langenschwarz ankommen, müssen wir auf 100 km/h ja, runterbremsen. Ich fange jetzt schon mal langsam an damit. So ganz langsam, so ganz sachte. Und wir haben gleich ein rotes Signal in 1,6 Kilometern. Ja gut, da sind wir eh in Langenschwarz. So, damit die Leute hier wissen, dass ich ankomme. Bremst schon mal ein bisschen weiter runter. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Oh, da steht ein Autotransportzug. Okay. Und hier steht ein Güterzug. Na dann. Ja, nicht ganz runterbremsen. Ich lasse die Kiste noch ein bisschen rollen. So nach dem Motto Blechbüchse roll. So, das hätten wir. Ziel erfüllt. Anhalten in Kirchheim, Gleis 44, in 18 Kilometern. Aber ich darf noch nicht fahren, ich habe ein rotes Signal. Ah, wegen dem ICE3 wahrscheinlich. Ich löse schon mal die Bremsen. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen nach vorne rolle, weil wir haben ein Gefälle von 0,1%. Aber ich kann auch noch gegenbremsen. Noch haben wir Rot. Ich bremse ein bisschen gegen. So, und ich glaube, hier mache ich mal ein Screenshot, wenn ich das hinbekomme. So. Sieht ja auch nicht verkehrt aus, oder? So. Gut, wir haben immer noch rot. Ja, wie gesagt, ich gucke gleich mal, ob mir die Screenshots gefallen oder nicht.
Wir haben immer noch rot, immer noch rot. Jetzt haben wir grün, sehr schön. Ah, nicht so schnell beschleunigen hier. 50% reicht. So. Und da setzen wir uns wieder in Bewegung. So muss das sein. Also nächster Halt ist dann in Kirchheim, Gleis 44 in 17 Kilometern. Da kommt noch ein ICE angebraust. Ich kann mal wieder die Fenster aufmachen, ne? So. So. Ja, wir haben ein Gefälle von 1,3%. Ups, bisschen runterbremsen. Ja. Ja, ich bin mal auf den 13. September gespannt, wenn man die nächsten Add-ons von Transom World 3 in von Transom World 2 in Transom World 3 spielen kann. Und vor allem bin ich mal gespannt, welche Add-ons das sind. Weil wie gesagt, ich habe mir ja nicht alle Add-ons gekauft von Transom World 2, ich habe mir eigentlich nur die ganzen deutschen Add-ons gekauft. Und da bin ich mal gespannt, ob einige davon dabei sind. Ja, ich muss mal ein bisschen gegenbremsen, weil, wie gesagt, wir haben ein Gefälle von 1,3%. Aber wie gesagt, da wir hier nicht schneller als 140 fahren dürfen, schon die ganze Zeit nicht, gehe ich mal davon aus, dass das auch nicht schneller erlaubt ist mit so einem einzelnen Triebkopf. Jo, ein ICE, sehr schön. Noch 8,6, 8,5 Kilometer. Oh.
kann man ein bisschen beschleunigen. Da habe ich jetzt voll geträumt hier. Da war ich voll in Gedanken. So, 6 Kilometer noch und wir haben ein grünes Signal vor uns. Das ist immer gut. Also alles im grünen Bereich. So, in 3,9 Kilometern dürfen wir wieder nur 100 fahren. Es dauert noch ein bisschen. Da kommt uns noch ein Zug entgegen, noch ein ICE, jawohl. Ganz schön viel Verkehr hier auf der Strecke. So, jetzt gehe ich schon mal ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit, weil, wie gesagt, wir dürfen gleich nur 100 fahren, aber ich bremse nicht, sondern wir haben eine Steigung von 1,2%. Deswegen werde ich automatisch schon ein bisschen langsamer. Dann brauche ich gar nicht bremsen hier. Wir haben gleich wieder ein rotes Signal, aber das ist dann eh Kirchheim, wo wir anhalten müssen auf Gleis 44. So, jetzt bremse ich ein bisschen. So. Noch ein ICE kommt uns entgegen. Ich sag ja, ziemlich viel Verkehr hier heute. Ups, ja, ich bin zu schnell. Ich hab's gemerkt. Holla. Oh ja, Schwein gehabt. Verdammt viel Schwein und neben uns steht schon wieder ein Güterzug. So, wie gesagt, ich lasse die Kiste jetzt einfach rollen. Ich mache gar nichts. Bremse ich ein bisschen runter. Das sieht nach einem guten Stopp aus. Jawohl. Ziel erfüllt. Im Verkehr nach Süden ist zurzeit wenig los. Daher werden Sie, anstatt hier stehen zu bleiben, auf das Gegengleis geschickt, um den höher priorisierten Zügen die Überholung zu ermöglichen, während Sie fahren. Aha,
Okay. Aber erstmal brauche ich ein rotes Signal, ne? Ein grünes Signal. Rot haben wir, ja. Klar, ich war jetzt über Rot. Oh, ich habe grün. Moment, Bremsen lösen. Über einen Ort fahren. 7 Kilometer, okay. Komm, komm auf Speed hier, komm. Ja, was ist jetzt los? Warum fahre ich nicht? Ich komme ziemlich langsam auf Geschwindigkeit hier. Ich bin auf Maximum. Bremsen sind gelöst. Warte mal, ich schalte nochmal runter. So, Moment. Einmal kurz anhalten. Stop. Bremsen lösen, ja? Und jetzt Geschwindigkeit aufbauen. Ah, jetzt geht es ein bisschen schneller, okay. Warum das gerade so langsam ging, kein Plan. So, ich darf wieder bis auf 140 beschleunigen. Nee, 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 darf ich nicht. Erstmal 100, erstmal 100, ne? So. Jetzt darf ich beschleunigen. So, weiter geht unsere Reise ja bis nach Kassel. Von Fulda bis nach Kassel. Ja, und wie gesagt, ich fahre jetzt auf einem Nebengleis, damit mich die anderen Züge, die Priorität haben, dass die mich halt überholen können. Aber im Moment sehe ich keinen, der mich überholt, ne? Nö. Egal, Karl. Das kommt bestimmt noch, denke ich mal. Ja, wie gesagt, hier muss ich jetzt nicht anhalten. Hier kann ich halt drüber fahren. Steht ja auch oben links, ne? Über einen Ort fahren.
Ziel erfüllt. Das nächste Mal auch über einen Ort fahren. In 15 Kilometern, okay. Und da überholt mich ein ICE. Aha. Ja, zum Glück habe ich die Fenster auf, das habe ich nämlich schon gehört. Auch nicht schlecht. Aber eins verstehe ich jetzt nicht. Wir haben doch auch Priorität, oder nicht? Wir sollen doch diesen Triebkopf ganz schnell nach Kassel bringen. Warum fahre ich dann jetzt auf dem Nebengleis? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir müssten doch eigentlich auch Priorität haben. Das heißt, wir müssen doch eigentlich hier auf dem Gleis, was man jetzt nicht sieht, auf dem Hauptgleis, da müssten wir doch eigentlich fahren dürfen, oder? Weil jetzt fahren wir ja, wie gesagt, auf einem Nebengleis. Weil es hieß ja in der Beschreibung, wir müssen diesen Triebkopf ganz schnell nach Kassel bringen. So, da hinten ist das Ende des Tunnels. Aber so wie es aussieht, fahren wir gleich wieder in den nächsten Tunnel rein. So, wir haben wieder ein Gefälle von 1,2%. Aber wir nähern uns ja wieder einem Etappenziel, sage ich jetzt mal. Nur noch 7 Kilometer. Und dann dürfte es ja eigentlich auch nicht mal weit sein bis nach Kassel, ne? Meine ich. Ja, wie gesagt, sieht komisch aus, ist aber nun mal so, ne? Hinter uns kommt ein Zug angefahren, ein ICE, sehe ich gerade, da hinten. Ja, habe ich richtig geguckt. Der überholt uns gleich. Da kommt er angebraust. Zack, da ist er.
glaube, so viel Verkehr hatten wir in den ersten beiden Videos hier nicht auf der Strecke, ne? Wo ich halt von Kassel bis nach Würzburg gefahren bin. Ich kann mich auch täuschen, aber ich glaube, wir hatten da echt nicht so viel Verkehr wie jetzt hier. So, noch 2,5 Kilometer. Aber ja, wir müssen ja nicht anhalten, wir können ja weiterfahren. Oh, jetzt fängt an zu regnen. Okay. Wo waren die Scheiben schon noch mal? Hier, ne? Ja. Okay, ich hab's gefunden. So, wir haben gleich ein rotes Signal, sehe ich gerade, in 1,5 Kilometern. Ziel erfüllt. Das nächste Ziel ist in 2,3 Kilometern, aber wir haben gleich ein rotes Signal in 1 Kilometer. Deswegen bremse ich schon mal ein bisschen runter hier. Ah, ich hatte gerade einmal kurz die Notfallbremsung drin. Ich glaube, die muss ich erstmal wieder lösen, ne? Notbremsventil ist gelöst. Notausschalter. Mal gucken, ob ich da beschleunigen kann. Nee. Da muss ich noch irgendwas. Nee, nee. Bremssteuerung elektronisch. Irgendwas muss ich jetzt wieder lösen. Warte mal. Weil ich kann nicht beschleunigen. Nee, immer noch nicht. Rangiersteuerung. Mikrofon. LCP. Wo löse ich jetzt die... Ich meine, die ist eigentlich gelöst, die Notbremse, ne? Aber ich kann nicht mehr beschleunigen. Ich bin auf volle Power. Okay. Lösen. Muss ich hier irgendwas machen, eventuell? Ja. Ja, fortfahren laut. Aber ich komme nicht auf Geschwindigkeit. Wo löse ich denn jetzt die Bremse? Da wahrscheinlich, ne? Yep. Okay. Ich meine, wir hatten eh rot, von daher alles gut. Ja, nobody is perfect. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin kein Profi oder Elite-Gamer, ne? Und wem das nicht gefällt, der muss meine Videos ja nicht gucken. Aber wie gesagt, laut den Aufrufen kommen meine Videos trotzdem ziemlich gut an. Da sage ich nochmal danke für eure Unterstützung.
Oh, ich bin wieder auf dem Hauptgleis. Ich bin wieder auf das Hauptgleis gewechselt, so wie es aussieht. Anhalten in Körle Ost in 10 Kilometern. Okay. Also wir sind immer noch nicht in Kassel. Rechnet das dann immer noch? Ja, rechnet immer noch, okay. Dann ist ja gut, dass ich die Scheibenwischer noch anhabe. Also angegeben wurde das Szenario mit 40 Minuten, aber ich glaube, da bin ich schon längst drüber, kann das sein? Ich habe es leider nicht auf die Uhr geschaut, weil ich angefangen habe aufzunehmen. So, raus aus dem Tunnel und in den nächsten Tunnel wieder einfahren. Jawohl, das kennt man ja hier aus meinen ersten beiden Videos. Fünf Komma sechs. Eigentlich müsste man hier so eine Schnelltastenfunktion für die Scheibenwischer haben, ne? Dass wenn man hier im Tunnel ist, dass man die Scheibenwischer ganz schnell ausmachen kann und wenn man wieder rausfährt, ganz schnell wieder einschalten kann. Und nicht, dass man erst hier hingehen muss zum Ein- und Ausschalten. Weil gerade im Tunnel bräuchte man gar keine Scheibenwischer, ne? Weil da regnet es ja nicht. So, jetzt darf ich gleich wieder nur 100 fahren in 2,4 Kilometern. Noch einmal kurz hoch beschleunigen. Und dann lasse ich die Kiste wieder ein bisschen rollen, weil wir haben eh eine Steigung von 0,6%. Aber ich bremse trotzdem mal ein bisschen runter. Ja. Und der Regen wird stärker, so wie es aussieht. Oh, wir haben sogar Gewitter. Wir haben sogar Gewitter. Ich habe einen Blitz gesehen. Es hat blitzi gemacht.
Ja, da steht auch wieder ein Güterzug. Jawohl. Hat er nicht angenommen? Ah, super. Kann ich rückwärts fahren? Kann ich rückwärts fahren? Ja, sicher, klar kann ich rückwärts fahren. Ich trottel. Dumme Frage, ne? Rückwärts. Bremsen lösen, genau. So, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Dumme Frage. Natürlich können wir rückwärts fahren. So, jetzt stell ich wieder auf vorwärts. Ja, ist eingestellt, okay. So, jetzt müssen wir warten. Ich könnte mal die Geschwindigkeit ein bisschen. Oh, wir rollen. Jetzt nicht mehr. Was für ein Pisswetter jetzt hier, ne? Was für ein Pisswetter jetzt hier? Und es donnert sogar ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade gehört habt. Na komm, werd grün, komm. So, da ist jetzt grün. Darf ich fahren oder darf ich nicht fahren? 523 Meter, warte mal. Ich fahre mal weiter. Wir haben jetzt eh grün, wir haben jetzt eh grün. Von daher alles gut. So, anhalten in Kassel-Wilhelmshöhe, Bahnsteig 8. Bahnsteig 8, okay. 15 Kilometer noch, dann haben wir es endlich geschafft. Und diesen Triebkopf erfolgreich von Fulda nach Kassel gefahren. Also, wie gesagt, ich denke, ich bin schon lange über die 40 Minuten drüber. Also die Zeitenangaben, die dann in den Szenario stehen, die stimmen dann wohl auch nicht so ganz. Aber ja, kann auch sein, dass ich mich täusche, weil wie gesagt, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe aufzunehmen.
ganz schön dunkel hier, ne? Alles grau in grau. Das sieht nicht danach aus, als wenn wir hier nochmal die Sonne sehen würden. So, in 10 Kilometern haben wir es aber endlich geschafft. In 3,9 Kilometern. Ja, die dürfen wir eh nicht fahren. Also von daher beachte ich die Geschwindigkeitsanzeige oben rechts gar nicht. Weil wir durften ja die ganze Zeit hier nicht schneller als 140 fahren. Und denn ich denke mal, das wird auch die erlaubte Geschwindigkeit sein, die man mit so einem einzelnen Triebkopf fahren darf. Eine Steigung von 1,1%. Wir nähern uns langsam unserem Endziel. Ja, in Fulda bei Sonnenschein losgefahren und in Kassel kommen wir bei Regen und Gewitter an. Hat ja auch was, ne? So, aber da haben wir es nicht mehr weit bis nach Kassel. Also ich bin jetzt bei 55 Minuten für dieses Szenario. Das ist schon ein bisschen lang, finde ich. Das zeige ich mir nämlich gerade meine Playsee an. Ich kann nämlich nur noch 5 Minuten aufnehmen. Weil mit der Playsee selbst kann ich Videos in einer Länge von 60 Minuten aufnehmen. Also ich weiß nicht, warum das Szenario dann immer mit 40 Minuten angegeben wird. Weil ich sag mal so, so viele Unterbrechungen durch mich selbst hatte ich nicht. Nur einmal, wo ich die Notbremse gedrückt hatte und ich wusste, wie ich sie wieder löse. Das hat ein bisschen gedauert und ansonsten sind wir eigentlich recht zügig durchgekommen, würde ich sagen, ne?
So. Damit die Leute jetzt hier in Kassel wissen, dass ich ankomme. Hätte ich das gewusst, dass das so lange dauert, hätte ich das in zwei Teile gesplittet, das Video. Aber jetzt habe ich es halt an einem Stück aufgenommen. Aber ich dachte, 40 Minuten dachte ich, das passt in ein Video, aber dass das jetzt so lange dauert. 57 Minuten bin ich jetzt schon, also das hätte ich nicht gedacht. Ja, da haben wir es geschafft. Es war sicherlich seltsam, aber gute Arbeit, dass Sie es hier geschafft haben. Jemand wird in Kürze vorbeikommen, das Triebfahrzeug überprüfen und anschließend an den restlichen Zugverband ankuppeln. Ja, sehr schön. Und da haben wir es geschafft. Puh, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Und sogar auf Gold. Jo, Leute, das soll es dann aber jetzt gewesen sein. Ich glaube, das Video geht lang genug. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst es mich wissen in Form von Feedback. Sei es Kommentare, Däumchen nach oben oder Abos oder am besten alles drei. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.